Ja, dann darf ich hiermit die dritte Auflage des digitalen Formats Themen der Zeit beginnen. Heute zum Thema Kinderrechte und Corona. Ich komme hier gerade jetzt zu diesem Thema. Einerseits sind wir natürlich als freier Träger der Jugendhilfe seit jeher in Berührung mit dem Thema Kinderrechte, sei es, weil wir diese pädagogisch vermitteln im Rahmen von Projekten, aber weil wir natürlich auch quasi eine anwaltliche Vertretungsfunktionen teilweise einnehmen, um die Einhaltung von Kinderrechten gegenüber Behörden einzufordern. Die Corona-Krise haben wir natürlich sehr genau beobachtet und haben sehr genau beobachtet, welche Rolle spielen die Rechte und Bedürfnisse von Kindern in den gesellschaftlichen Abwägungs- und Entscheidungsprozessen. Und jetzt gerade im Moment liegen wir zwischen zwei Schuljahren und haben für uns gesagt, na, vielleicht ist das mal ein guter Zeitpunkt, mal kurz innezuhalten, zu reflektieren. Und auch schon mal den Blick in die Zukunft schweifen zu lassen, weil absehbar ja vielleicht wieder Verschärfungen kommen könnten, wo man auch wieder gucken muss, wie wird das Zusammenspiel passieren, Kinderrechte und staatliche Maßnahmen. Um diesen Themenbereich gut aufarbeiten zu können, haben wir heute drei sehr kompetente Gäste eingeladen, die alle sehr spontan zugesagt haben. Andreas auf den letzten Drücker sozusagen, weil wir noch eine Kollegin hatten aus der Schulsozialarbeit, die aber bedauerlicherweise krank geworden ist. Nichtsdestotrotz, kurz begrüße ich Susanne Rüdrich. Sie haben 2006 ihren Magister gemacht, Politik, Wissenschaft, Geschichte, Soziologie und Schwerpunkt Friedens- und Konfliktforschung. Seit 2013 sind Sie Bundestagsabgeordnete der SPD-Fraktion und waren dort auch oder sind sogar noch Kinderbeauftragte. Und perspektivisch werden Sie, so habe ich vorhin gehört, die rechtlichen Schritte sind durch. Kinderbeauftragte des Landes Sachsen sein ab 1.11. dann auch offiziell. Weiterhin begrüßen darf ich Herrn Dr. Stefan Gerbig. Wir waren viel in Kontakt in der Vergangenheit. Sie sind aktuell Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität, Schwerpunkt internationaler Menschenrechtsschutz. Sie haben promoviert zum Thema Auswirkungen der UN-Kinderrechtskonvention auf das deutsche Jugendstrafrecht. Und waren von 2017 bis 2020 in der Monitoringstelle UN-Kinderrechte oder UN-Kinderrechtskonvention beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Und zu guter Letzt darf ich noch begrüßen Herrn Andreas Netter. Sie sind seit den frühen 90er Jahren in sozialpädagogischen Bereichen tätig. Sie sind aktuell Vorstand des Vereins Sprungbrett e.V., der unter anderem in den Bereichen Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit und frühkindliche Bildung aktiv ist. Das heißt, Sie bringen hier einen ganz breiten Blick aus der Praxis sozusagen mit, den wir hier mit reinhaben wollen. Genau, anfangen würde ich tatsächlich gerne mit Ihnen, Herr Dr. Gerbig. Ich sage mal so, das Thema Kinderrechte hat man ja meist so das Gefühl, oder wenn wir das vermitteln, es gibt da so einen Katalog von, ja, was Kindern zusteht, was Kinder dürfen, was Erwachsene einzuhalten haben. Ich selbst habe das in meinem Masterstudium noch 2014 so gelernt, dass es eher diese UN-Kinderrechtskonvention eher so einen Appellcharakter hat. Also keine tatsächliche Wirkung, rechtliche Bindung und so weiter. So ganz scheint es aber nicht so zu sein. Und da wollte ich Sie mal bitten, vielleicht nochmal kurz so einen Einblick nochmal in die UN-Kinderrechtskonvention zu geben, wie es entstanden ist und auch welche juristische Tragweite das Ganze hat. Ja, gerne. Erst einmal zur Sortierung. Die UN-Kinderrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag und völkerrechtliche Verträge erfordern es in Deutschland, dass der nationale Gesetzgeber, in dem Fall sowohl Bundestag als auch Bundesrat, dem Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages zustimmen muss. Und die Konsequenz dieser Zustimmung durch Bundestag und Bundesrat ist, dass ein solcher völkerrechtlicher Vertrag, hier also ganz konkret die UN-Kinderrechtskonvention, den formal juristisch betrachtet, den Rang eines einfachen Bundesrechts hat. Das heißt, wenn wir das einfach so ein bisschen als Maßgabe nehmen, dann können wir sagen, diesen Katalog von Rechten und Ansprüchen von Kindern, den Sie beschrieben haben, also das, was in der UN-Kinderrechtskonvention an Inhalten enthalten ist, das ist formal juristisch gesehen bindendes und unmittelbar anwendbares Recht in Deutschland. Steht also auf der Ebene wie beispielsweise das bürgerliche Gesetzbuch, Kinder- und Jugendhilferecht etc. Und das ist nur die sehr formal juristische Betrachtung auf diesen völkerrechtlichen Vertrag. Denn wir müssen uns vor Augen halten, das Bundesverfassungsgericht hat im Laufe seiner Rechtsprechung die sogenannte völkerrechtsfreundliche Haltung des Grundgesetzes herausgearbeitet. Das bedeutet zwar nicht, dass diese völkerrechtlichen Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist, Vorrang vor den Inhalten des Grundgesetzes haben, aber es bedeutet,
wenn es darum geht, die Inhalte des Grundgesetzes und damit also auch die Grundrechte des Grundgesetzes, die auch für Kinder und Jugendliche gelten, wenn es darum geht, diese anzuwenden und auszulegen, dann, so die völkerrechtsfreundliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, sind eben auch diese besonderen völkerrechtlichen, menschenrechtlichen Verpflichtungen umfassend zu berücksichtigen. Und das heißt, wenn man das mal so ein bisschen sortiert, formaljuristisch, UN-Kinderrechtskonvention ist in Deutschland bindendes Recht. Und wenn man die besondere völkerrechtsfreundliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt, dann muss man da auch noch sagen, es ist nicht nur auf der Ebene des einfachen Bundesrechts, sondern es steht irgendwo zwischen dem einfachen Bundesrecht und dem Grundgesetz. Also es hat nochmal eine hervorgehobene, besondere Bedeutung. Ich glaube aber, das Zentrale ist erstmal, dass man als allererste Prämisse unbedingt mitnehmen muss, wir reden hier über verbindliches Recht, über verbindliche Rechtsansprüche, auf die sich Kinder und Jugendliche berufen können und die auch gerichtlich durchsetzbar sind. Das ist, glaube ich, so die allererste juristische Einordnung an dieser Stelle zur UN-Kinderrechtskonvention. Das heißt für mich als Laien nochmal zum Verständnis, also Sie sagen tatsächlich, ein Kind könnte Ansprüche, Rechte, die sich aus dieser UN-Kinderrechtskonvention ableiten, vor einem deutschen Gericht einklagen, wenn es das Gefühl hat, hier hat staatliches Handeln mich getroffen und diese Geschichten wurden nicht angemessen berücksichtigt. Absolut, genau richtig. Also die Implikationen, sag ich mal, wenn man sich das überlegt, die sind ja gewaltig, möchte ich mal sagen. Bei mir tauchen dann natürlich erstmal direkt ein, zwei Fragen auf. Also hier steht, also Artikel 3 Absatz 1 habe ich jetzt nochmal rausgeholt. Also bei allen Maßnahmen, die Behörden begehen, Gerichte, Gesetzgebungsorgane, also wir reden wirklich nicht nur davon, was irgendein Sozialamt oder so Kinder und Jugendliche macht, sondern auch tatsächlich der Sächsische Landtag und der Bundestag müssen bei ihren Entscheidungen, Gesetzgebungsentscheidungen darlegen, dass sie diese Abwägung vollzogen haben. Jetzt wäre meine Frage an der Stelle, wie weit ist denn aus Ihrer Sicht, also Sie waren ja nun in dieser Monitoringstelle auch, dieses Recht oder diese Konsequenzen im Alltagshandeln deutscher Behörden angekommen? Ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen den Blick auf Deutschland haben, also die UN-Kinderrechtskonvention gilt ja jetzt seit fast 30 Jahren in Deutschland, dann müssen wir da auf jeden Fall, glaube ich, feststellen, es gibt auch mit Blick auf die Situation in Deutschland wirklich, auch seit Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention, ich nenne es mal so gewisse Mammutthemen, beispielsweise das Thema Gewaltschutz, beispielsweise vor allem das Thema Kinderarmut oder die Abhängigkeit von Bildungschancen im Hinblick auf den sozialen Status der Eltern oder die Situation von geflüchteten Kindern. Das sind so diese typischen Mammutthemen, die wirklich schon seit 30 Jahren in Deutschland rauf und runter diskutiert werden, wo es entsprechende Forderungen der Vereinten Nationen gibt, wo wir auch heute im Jahr 2021 sagen müssen, es gibt sicherlich punktuell immer mal Verbesserungen, aber die Themen sind immer noch von grundsätzlicher Relevanz sehr, sehr umfassend. Deswegen würde ich mich jetzt davor hüten zu sagen, dass wir auch nur annähernd in dem Bereich sind, dass die UN-Kinderrechtskonvention für alle Kinder und Jugendliche in Deutschland tatsächlich schon erfüllt ist. Das liegt aber auch so ein bisschen darin, erstens, fast keiner kennt die UN-Kinderrechtskonvention. Also ist kein verpflichtender Bestandteil in irgendeiner Ausbildung. Also sowohl bei manchen pädagogischen Ausbildungen haben wir mittlerweile diesen Ansatz, dass so ein menschenrechtsbasierter Ansatz in der Sozialarbeit gewählt wird. Aber wenn wir zum Beispiel auf die entsprechenden Ausbildungen in der Verwaltung schauen, auf juristische Ausbildung schauen, also Personengruppen, die wirklich umfassend auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, dann kann man hier ganz klar sagen, UN-Kinderrechtskonvention überhaupt nicht Bestandteil der entsprechenden Ausbildung. Das zeigt sich dann auch so ein bisschen, wenn wir so die Rechtsprechung scannen. Also es gibt in Deutschland Menschenrechtsverträge, die wirklich in der Rechtsprechung komplett angekommen sind. UN-Behindertenrechtskonvention ist zum Beispiel. Istanbul-Konvention ist auf dem Weg dazu, so ein entsprechendes Beispiel zu werden. Die UN-Kinderrechtskonvention in der Rechtsprechung wird sehr, sehr selten zitiert. Und es gibt, glaube ich, vielleicht nicht eine Handvoll Entscheidungen, aber so zwei bis drei Handvoll Entscheidungen, wo sich Gerichte tatsächlich mal ausführlich mit der UN-Kinderrechtskonvention auseinandersetzen. Und diese Kombination, fehlende Bekanntheit der UN-Kinderrechtskonvention in der Ausbildung und fehlende Bekanntheit der UN-Kinderrechtskonvention in der Rechtsprechung, das ist natürlich etwas, das kann sich ganz schnell irgendwie perpetuieren, wenn das so ein anhaltender Zustand seit 20, 30 Jahren ist. Sie hatten es vorhin ein bisschen angesprochen oder auch hatten es angesprochen, dass Ihnen gerade dieser Bekanntheitsgrad auch fehlt. Ne? Also wenn ich jetzt zu einer beliebigen Behörde, zum Sozialamt oder Ausländerbehörde von mir aus gehe und dort die UN-Kinderrechtskonvention vorlege, wird mir der einfache Beamte vielleicht auch einfach sagen, du oder sie, damit kann ich jetzt hier überhaupt nichts anfangen, das ist Völkerrecht.
Und es gab ja doch, ich denke mal auch mit Blick darauf und mit dem Blick auf die Gegebenheiten, die Sie geschildert hatten, diesen Prozess, politischen Prozess Kinderrechte ins Grundgesetz. Hätten Sie den Eindruck, dass, wenn es gelänge, da bestimmte Formulierungen, sage ich mal, im Grundgesetz unterzubringen, dass das einen Unterschied machen würde? Ja, auf jeden Fall. Wenn wir uns das einmal vorstellen, dass so quasi der Inhalt von Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention, also vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls und der Anspruch von Kindern auf Gehör und Berücksichtigung ihrer Anliegen, wenn wir uns vorstellen, dass solche Vorgaben unmittelbar im Grundgesetz stünden, dann verändert das natürlich unglaublich viel, weil dann sind wir erstens mal nicht mehr in diesem ganzen Bereich, dass Leute sich darauf berufen können, naja, Völkerrecht, wie wende ich denn überhaupt Völkerrecht an? Das ist ja auch ein bisschen kompliziert. Da kann sich dann keiner mehr rausreden, weil es steht dann wirklich in dem zentralen Rechtsdokument schlechthin im Grundgesetz. Und das ist auch quasi juristisch von Bedeutung, weil es macht einen Unterschied, ob man sich quasi auf der Ebene des Bundesrechts einfach im Bundesrecht bewegt oder ob man sich noch auf einer Ebene drüber bewegt, auf der Ebene des Grundgesetzes, quasi auf der höchsten Ebene. Das ist gerade dann relevant, wenn es vielleicht mal irgendwo gewisse Widersprüche zum einfachen Bundesrecht gibt. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, welche Folgewirkung es tatsächlich in unterschiedlichen Kontexten haben wird. Also wir haben über die fehlende Bekanntheit der UN-Kinderrechtskonvention gesprochen. Ich kann nur sagen, das Grundgesetz ist in unfassbar vielen Berufsfeldern, egal ob es in Studiengängen ist oder in berufsqualifizierenden Ausbildungen oder ähnliches, das Grundgesetz ist in unfassbar vielen Berufsbildern elementarer Bestandteil der entsprechenden Ausbildung. Und wenn starke kinderrechtliche Positionen ins Grundgesetz kommen, ist der Folgeeffekt auf jeden Fall, dass wir klar sagen können, künftige Fachkräfte werden auf jeden Fall auch sich mit der UN-Kinderrechtskonvention oder den zentralen Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das alleine ist schon wirklich ein unglaublicher Mehrwert. Wow. Ja, das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, an der Stelle für mich Frau Wittrich mit in den Prozess zu bringen. Frau Wittrich, an dieser Stelle, Sie haben ja diesen politischen Prozess jetzt auch wirklich von innen erleben können in den letzten Jahren. Und da wollte ich Sie vielleicht nochmal bitten, vielleicht mal so aus Ihrer Sicht, wie ist das abgelaufen und an welchem Punkt sind wir dort jetzt gerade? Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Veranstaltung und vielen Dank auch für die Frage. Also wir haben uns sehr bemüht, die Kinderrechte genau unter den Maßgaben, wie Herr Dr. Gerbig das gerade sagte, ins Grundgesetz zu bringen. Wir haben das in dieser Legislatur nicht geschafft. Ich glaube, seit es die Kinderrechtskonvention gibt, ist genau die Debatte darum, dass sie auch ins Grundgesetz, in der Verankerung haben müssen, entbrannt. Weil die Kinderrechtskonvention sagt ja auch, dass alle Gesetzgebung oder jede nationale Gesetzgebung sozusagen die Kinderrechtskonvention aufgreifen muss. Und deswegen steht uns auch bei jedem Umsetzungsbericht sozusagen ins Stammbuch geschrieben, ja, im Grundgesetz fehlt es aber noch. Ja, und deswegen ist es jetzt auch nicht irgendwas, wo irgendwie nur die Kinderrechte-Lobbyverbände das sagen, sondern das ist schon auch eine Erwartungshaltung, die an Deutschland gestellt wird. Die nehme ich auch sehr ernst. Und diese Diskussion ist demzufolge sehr lange. Die Kinderkommission des Bundestages hat sich unter anderem auch, glaube ich, daraus entwickelt und konstituiert mit Einsetzung der Annahme der Kinderrechtskonvention, dass man sozusagen damit sicherstellen möchte, dass es auf diesem Wege auch ohne ins Grundgesetz aufzunehmen, sozusagen die Belange der Kinder in die Gesetzgebung oder in den Gesetzgebungsprozess einfließen. Das gelingt, also es ist besser als nichts, aber es gelingt nur so mäßig, ja, weil die Kinderkommission, in der ich jetzt Mitglied war, wir können viele Stellungnahmen schreiben und so weiter, aber wir müssen natürlich dann trotzdem Mehrheiten bringen und haben auch keine eigenen Antragsrechte und so weiter. Also von daher haben wir da auch durchaus dafür gekämpft, die zu stärken, aber es hebt es an keiner Stelle jetzt auf, zu sagen, die Kinderrechte müssen ins Grundgesetz. So, dann haben wir das aber für einige von uns durchaus auch überraschend im Koalitionsvertrag dieser Legislatur stehen gehabt. Und da ging die erste Debatte darum, soll das jetzt ein Staatsziel sein? Und wir haben dafür gesorgt, nein, die Vereinbarung ist, es sollen Grundrechte sein, weil individuell einklagbar und in dem Grundrechtekanon von auf Augenhöhe gebracht mit den ganzen anderen so wichtigen Grundrechten. Also eines meiner Lieblingsbeispiele ist dann immer, endlich auf Augenhöhe beispielsweise dem Datenschutz kommen, weil wir ganz häufig in die Situation kommen, dass wenn irgendwo ein Datenschutzproblem auftaucht, dann können wir leider nicht mehr ran, weil Datenschutz ist ja ein Grundrecht und
Kinderrechte sind es eben nicht. Und das ist für mich immer so ein praktisches Beispiel. Es muss wenigstens auf Augenhöhe kommen. Genau, dann hat eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe getagt aus wahrscheinlich vielen klugen Juristinnen und Juristen. Da waren wir als Politikerinnen und Politiker erstmal außen vor, bis dann 2019 da Ergebnisse vorgelegt wurden mit drei möglichen Formulierungsvorschlägen. Und einigungsfähig schon mal in der Koalition erschien eigentlich nur in Anführungszeichen so eine Mischung aus dem schwächsten Vorschlag und dem mittleren Vorschlag. So, das war zumindest die Annahme. Es war dann so, dass relativ schnell klar war, dass es den einen viel zu wenig weit geht und eben genau die Befürchtung, die Herr Dr. Gerwig auch gesagt hat, genährt haben, dass wir eine Formulierung ins Grundgesetz schreiben, die dann so aussieht, als wenn der Gesetzgeber, der nationale Gesetzgeber möchte, dass man nicht mehr völkerrechtsfreundlich auslegt. Und das wäre natürlich vollkommen kontraproduktiv gewesen. Anderen aber ging diese Formulierung schon viel zu weit. Ja, gegen wen richten sich denn diese Ansprüche dann und so weiter? Also von daher war das schon an der Stelle ziemlich schwierig. Aber der Prozess war dann immer noch nicht im Parlament, sondern wurde dann sozusagen in regierungsseitig gewälzt. Und es gab Koalitionsausschüsse und so weiter. Schlussendlich konnten wir uns dann innerhalb der regierungsseitig auf eine Formulierung einigen, von der wir, also ich auch als Kinderpolitikerin, gesagt haben, wir nehmen jetzt erstmal die Formulierung und vertrauen auf das parlamentarische Verfahren, dass wir dort noch mehr rausbekommen, weil wir wussten natürlich sozusagen, es muss bei uns eine Mehrheit finden und zwar eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, wir brauchen auch die Grünen, die Linken, FDP oder so dazu und wir brauchen in den Bundesländern auch die Mehrheit. So, und um überhaupt erst in diesen parlamentarisch-politischen Diskussionsprozess zu kommen, haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen eine Formulierung, mit der ich persönlich auch noch nicht glücklich gewesen bin, aber die Potenzial gegeben hätte, das auszuweiten. So. Und zu dieser Formulierung kam auf keine Art und Weise der Verhandlungen eine Zweidrittelmehrheit zustande. Also die einen wollten sich nicht mehr in Richtung Verbesserung bewegen und die anderen wollten sozusagen ihre umfassendste Formulierung auch tatsächlich im Grundgesetz stehen haben. Und das ist einfach sozusagen der Stand, an dem wir es dann für gescheitert erklären mussten. Und dieser Stand wird sich auch mit einer neuen Bundestagswahl nicht auflösen, weil für eine Zweidrittelmehrheit sitzen dann am Ende genau dieselben Akteure wieder beieinander. Also wir müssen uns schon, und das ist ja auch Sinn und Zweck der Angelegenheit bei einer Grundgesetzänderung, eben auch über alle politischen Meinungen oder Fraktionen und Parteien hinaus einig werden, auch mit den Ländern einig werden. Und es wird auch in den nächsten Jahren genauso schwierig sein, wie es jetzt der Fall war. Das klingt ernüchternd. Können Sie für mich als Außenstehenden, vielleicht auch an Herrn Dr. Gerwig die Frage, an Sie beide, nachvollziehbar machen, was sind die Bedenken? Also, oder welche Sorgen hat vielleicht jemand, der sagt, nee, also eine Formulierung, die zu nah an das rankommt, was die UN-Kinderrechtskonvention ja eigentlich schon etabliert hat? Hätte die und die Folgen? Ja, ich finde, man kann die unterschiedlichen Argumente, die gegen eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz vorgebracht werden, ganz gut so kategorisieren. Und ich würde da vielleicht drei Oberkategorien anlegen. Es gibt einmal so die Art Argumente, wo klar ist, mit denen muss man sich wirklich vertiefend sachlich auseinandersetzen. Zum Beispiel die Frage nach der Verortung oder nach dem Standort der Verortung von Kinderrechten im Grundgesetz. Ist das jetzt Artikel 6? Soll das ein Artikel 2a sein? Welcher Absatz von Artikel 6 etc.? Das sind alles durchaus Fragen mit weitreichenden verfassungsrechtlichen Implikationen und sicherlich berechtigte Fragen, mit denen man sich vertiefend auseinandersetzen muss. Dann gibt es aber auch Fragen oder Einwände, wo klar ist, da kann man sich aus einer kinderpolitischen und aus einer kinderrechtlichen Perspektive ganz schnell mit auseinandersetzen und dann haben sich diese Punkte erledigt. Susanne Rüdrich hat jetzt gerade so ein bisschen beschrieben, wie so ein bisschen dieser Wunsch da war, dass man sich quasi nur auf den Faktor Schutz beschränkt und Beteiligung noch einfach außen vor lässt. Dazu kann ich dann auch nur sagen, das funktioniert ja alleine schon deshalb nicht, weil Schutz, Förderung und vor allem Beteiligung miteinander zusammenhängen. Und gerade wenn wir über den Zusammenhang von Schutz und Beteiligung sprechen, möchte ich ganz klar sagen,
Das stärkste Instrument des Kinderschutzes ist Beteiligung. Ich glaube, das ist eine Lektion, die man vor allem auch aus den zahlreichen Missbrauchsprozessen und Skandalen in den letzten Jahren ganz klar ziehen kann, weil das immer Konstellationen sind, wo Kinder gar nicht oder betroffene Kinder entweder gar nicht oder erst sehr, sehr spät im Verfahren überhaupt einmal angehört worden sind. Und ich finde, es gibt noch so eine letzte Kategorie von Argumenten, die immer ein bisschen gebracht wird. Das ist so diese Kategorie, die fehlende politische Ehrlichkeit. Das klingt jetzt ganz hart, wenn ich das sage. Aber ich habe in dieser Diskussion oft wahrgenommen, dass eben gesagt wird, naja, aber wenn wir das quasi diesen Inhalt von Artikel 3 und Artikel 12 in das Grundgesetz schreiben würden, das ist doch endlos, das hört doch nie auf. Dieses Beteiligungsrecht, das ist doch quasi grenzenlos. Dieses Kindeswohlberücksichtigungsvorgabe, das ist doch auch grenzenlos. Und man lehnt es ab, weil es quasi irgendwie unabsehbar sei, wie quasi die, wo das Ende dieser Verpflichtung ist. Dann kann ich nur sagen, okay, aber die entsprechenden Verpflichtungen gelten jetzt schon auf rechtlicher Ebene. Und ich glaube, wenn man dann quasi sagt, jetzt feststellt, wo dieses Artikel 3 und Artikel 12, das kann 1:1 nicht ins Grundgesetz, weil das darf auf keinen Fall irgendwie rechtlich verbindlich werden, dann ist das eine Form von politischer, fehlender politischer Ehrlichkeit, weil es ist schon rechtlich verbindlich. Und in dem Kontext finde ich es auch immer ganz gut, darauf hinzuweisen, wir haben diesen Inhalt von Artikel 3 und Artikel 12 nicht nur im Grundgesetz, nicht nur in der UN-Kinderrechtskonvention, sondern auch uneingeschränkt mit dem Niveau in der Europäischen Grundrechtecharta. Und das ist tatsächlich auch aus der Entstehungsgeschichte der Europäischen Grundrechtecharta ganz klar nachzuzeichnen. Als die nämlich verabschiedet wurde, war klar, es muss irgendwie auch einen besonderen Artikel für die Rechte von Kindern geben. Und es war völlig klar, man orientiert sich oder greift einfach diese zentralen Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention auf, ohne dass es irgendwie einen inhaltlichen Verlust gibt. Und wenn man dann mal so ein bisschen drüber spricht, diese Sortierung UN-Kinderrechtskonvention, Grundgesetz, dann muss man sich auch vor Augen halten, wir haben noch eine dritte Ebene, wir haben noch diese europäische Ebene, die Europäische Grundrechtecharta, die dann, wenn es um europäisches Recht geht, sogar gegenüber dem Grundgesetz vorrangig ist. Und mittlerweile fast jede Rechtsordnung oder fast jedes Gesetz oder Ähnliches in Deutschland hat einen europäischen Hintergrund. Und ich glaube, wenn man sich das nochmal so ein bisschen in Erinnerung ruft, dann muss man auch so ein bisschen sagen, dass so dieser Ansatz, wir wollen das gar nicht irgendwie neues Recht schaffen, wir wollen das nicht, weil das so endlos ist, der geht eigentlich ins Leere, weil die rechtlichen Verpflichtungen schon da sind, sowohl in der UN-Kinderrechtskonvention als auch in der Europäischen Grundrechtecharta. Also es geht eigentlich noch mehr darum, diese bestehenden Verpflichtungen auch im Grundgesetz sichtbar zu machen und quasi auch mit der Stärke des Grundgesetzes rechtlich auszustatten. Aber es ändert nichts daran, dass diese rechtlichen Verpflichtungen schon da sind. An der Stelle würde ich jetzt gerne meinen den dritten Gesprächspartner, den wir jetzt bis jetzt ein bisschen außen vor gelassen haben, Herrn Nether, mit einschalten. Herr Nether, aus Trägersicht, sage ich mal, da Sie auch vor Ort irgendwo mit Kindern und Jugendlichen guten Einblick haben, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten haben Kinder und Jugendliche in Zeiten der Corona-Zeit in den letzten anderthalb Jahren erlebt? Was nehmen Sie wahr? Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz einen kleinen Einblick bekommen. Hallo, ja, also allen nochmal herzlichen Dank für die Runde und guten Tag. Die Diskussion hat ja jetzt schon gezeigt, dass eigentlich das gesamte Thema viel tiefer liegt. Und ich denke, Corona hat noch mal einiges aufgedeckt, was, sagen wir mal, auch an Spaltungen und Nichtbearbeitung in unserer Gesellschaft im Umgang mit Kindern, überhaupt in den Erziehungsfragen, Bildungsfragen, da an Baustellen existiert. Zurück, Martin, auf deine Frage, Corona, wie haben wir es erlebt? Es ist klar, es sind Entscheidungen getroffen worden, Schulen zu schließen, Einrichtungen zu schließen, ich sage es immer wieder, letztendlich die Motivation war, um das Gesundheitssystem nicht kollabieren zu lassen. Das war, denke ich, das Hauptmotiv, um dort einfach die Überlastung abzuschwächen. Und da ist nicht, denke ich, danach gefragt worden, was hat das für Folgewirkungen. So kann man davon ausgehen, man hat vielleicht auch nicht vermutet, wie lange diese Entscheidung dauern, dass das vielleicht für eine kurzfristige Entscheidung oder für einen Monat mal eine Schule zu schließen. Ich denke, das ist verkraftbar, aber dass das über fast 2 Jahre ist und man weiß immer noch und nicht, und bis heute sind ja noch Einschränkungen da, auch in diesen
sagen wir, Beziehungen aufzunehmen oder auch körperliche Nähe zu zeigen und so weiter. Und ich denke, das sind schon starke Verluste, die wir auch wahrgenommen haben, also auch unsere Mitarbeiter. Ich rede ja eher stellvertretend. Es ist schade, dass jetzt die Kollegin direkt aus der Praxis hier nicht mit vor Ort ist, aber dass Kinder von heute auf morgen im Prinzip aus ihren sozialen Bezügen geworfen wurden. Und das über eine sehr lange Zeit, das hat schon zu, also sowohl zu sozialen Verlusten geführt, das hat ja bis dahin, dass letztendlich auch ihre Entwicklung, ist ja ganz wichtig, Bildung, soziale Beziehungen, auch gerade die Treffen mit der gleichen Altersgruppe ausprobieren, diese Räume sich im Prinzip, das sind auch Bildungsräume mit gleichaltrigen Treffen, auch gerade in der Pubertät, sich da auszuprobieren. Das ist alles nicht passiert, konnte nicht passieren und viele haben natürlich dann auch sich Ersatz gesucht, was man möglicherweise, sagen wir mal, das kann Drogen sein, das kann mit anderen Handlungsweisen bis dahin, dass wir natürlich auch von auch Schüler in Schulen hatten, die eben keinen Ausweg mehr sahen und dann einfach auch Selbstmord begangen haben. Und ich denke, dort ist ein gravierend kein Blick gewesen, auch bei der Verlängerung dieser Maßnahmen überhaupt, was für Folgewirkung, für Langzeitwirkung hat diese Schließung oder diese einschneidenden Eingriffe in die Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen. Und das merken wir heute, also sagen wir mal, die Einrichtungen sind ja wieder auf. Das fluppt jetzt gerade mal so auf, dass da auch in Gesprächen diese Erlebnisse erzählt werden, wie sie sich alleingelassen gefühlt haben, wie sie vielleicht auch was für Ängste sie hatten, auch wenn sie jetzt nur noch, wir kennen ja die Spaltung in unserer Gesellschaft, gerade die sozial schwächeren Familien, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, mit bestimmten Situationen umzugehen. Die waren total überfordert, auch mit dem ganzen Homeschooling und auch technische Ausstattung, dass sie wirklich für sich alleine waren und auch Konflikte, die zu Hause stattgefunden haben, ganz massiv erlebt haben, sodass eben dann letztendlich auch der Begriff Kindeswohl jetzt mal von der Jugendhilfe her gedeutet, sagen wir mal, auch dort wieder Kindeswohlgefährdung wir anzeigen mussten und die aus dieser Situation heraus entstanden sind. Ja, ich denke, es wäre wirklich gut gewesen, wenn dann mindestens in der immer wieder in diesen Verlängerungen schon, sagen wir mal, die Wirkung und vielleicht auch Verbände und ja, bis hin zu Kindern selber mal angehört hätte, was hat das eigentlich für Folgen. Ich habe es selber bei meinen Enkelkindern erlebt. Die haben das Glück, ein großes Haus zu haben. Die haben Glück, Geschwisterkinder zu haben. Aber wenn man also nicht in die Sportgruppe gehen kann, wenn man also nicht trainieren kann, wenn man eigentlich seine ganze Energie nicht ausleben kann, was für Folgen das eigentlich schon auch dann für die Familie hat. Also sagen wir mal, auch für die Eltern, die dann auch gestresst sind und so weiter. Das ist eine massive Belastungssituation gewesen, die zu psychischen Folgen geführt hat und die wir jetzt eigentlich im Nachgang mühevoll versuchen müssen aufzuarbeiten, ob manches überhaupt aufzuarbeiten ist oder nachzuholen ist, da mache ich stellenweise sogar ein Fragezeichen, weil eine verpasste Pubertätszeit oder sagen wir mal diese Zeit, die ist eigentlich nicht nachzuholen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man hat zwar jetzt diesen Fonds aufgelegt, die Frau Giffey, und mit diesen Milliarden, der jetzt in die verschiedenen Fördertöpfe oben aufgegossen wird,
wo man immer mal jetzt als Träger kriegt, ja, ihr könnt noch hier 15.000 Euro beantragen und da können wir noch was aufstocken. Und wenn ihr da eine schöne Idee habt für eine Ferienfreizeit oder so, das könnt ihr machen. Ich glaube, damit kann man vielleicht auch nur pflastern oder mal einen Erlebnisrahmen schaffen. Aber ob das Grundproblem, was dann vielleicht auch Psychologen und mitkriegen in ihren Praxen lösen, das weiß ich nicht. Und ich denke, wir brauchten da wahrscheinlich auch eine längerfristige Planung, wie wir, sagen wir mal, nachhaltig diesen Schaden, der durch Corona psychologisch, seelisch entstanden ist bei Kindern und Jugendlichen, wie wir den in den nächsten 2, 3, 4 Jahren begleiten. Mit reparieren tue ich mich schon schwer. Also ich sag mal, das sind ja Bereiche, die hier angesprochen werden, so gerade wenn man auch in psychologische Bereiche guckt und so weiter, wo man sagen muss, da waren wir ja vorher nicht gerade bestens versorgt. Also auch vor Corona gab es ja durchaus psychosoziale Problemlagen, wo man aus Sicht der Sozialarbeit oft das Gefühl hatte, naja, es ist gar nicht so einfach, die Helfersysteme erstmal schnell an den Tisch zu bekommen, weil ja oft auch ein hoher Zeitdruck ist. Und mit dem, was sich da jetzt vielleicht auch aufgestaut hat, sage ich mal, ist die Frage ja tatsächlich, inwieweit mit den bestehenden Strukturen dem überhaupt beigekommen werden kann. Wenn ich das mal so reingeben darf. Vielleicht nochmal so ein bisschen die Frage auch an Frau Rüdrich. Ich sag mal, die Problemlagen, die Herr Neder hier gerade nochmal ein bisschen skizziert hat, ich denke, die sind ja angekommen. Die sind ja auch durch die Presse gegangen und so weiter. Jetzt haben Sie noch einen Einblick oder können Sie uns sagen, gibt es sozusagen Pläne seitens der Gesetzgeber oder Bundesregierung in dem Bereich, wirklich nochmal was aufzulegen oder warten wir da wirklich auf die nächste Legislaturperiode? Naja, also ich würde zumindest vielleicht nochmal kurz beschreiben, wie auch wir sozusagen mit der Situation von Kindern umgegangen sind. Also mich hat das ganz am Anfang der Corona-Zeit furchtbar fuchsig gemacht und wahrscheinlich viele andere auch, dass alle Kinderbetreuungseinrichtungen nur noch als Betreuungseinrichtungen gesehen wurden. So die armen Eltern können jetzt nicht mehr arbeiten gehen, weil die Kita zu hat. Und ich dachte immer so, irgendwie haben wir die doch als Bildungseinrichtung und als für die Kinder erfunden und eingerichtet und nicht nur als irgendwie für die Eltern. Das hat sich dann eine Weile, also ich glaube, das hat sich dann im Bewusstsein schon geändert und wir haben dann auch in der Kinderkommission ein halbes Jahr lang öffentlich getagt, nur, also ist auch im Parlamentsfernsehen dann noch zu sehen, zur Frage Kinder und Corona. Und da sind genau so die Beschreibungen, die Andreas Neder jetzt auch gerade schon gesagt hat, aus vielerlei Hinsicht uns geschildert wurden, auch von Kindern und Jugendlichen selber und von den Hilfesystemen drumherum. Und man muss einfach mal klar sagen, dass alle drei Bereiche der Kinderrechte von Schutz bis Förderung bis Beteiligung sträflich vernachlässigt worden sind. Also auch die Kinder und Jugendlichen, die hatten ja selber durchaus ein Bewusstsein dafür, dass hier eine gesundheitliche Ausnahmesituation da ist und wussten schon, ja, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir auch ein Teil der Gesellschaft sind und irgendwie Schutzmaßnahmen schon mit ertragen können. Aber sie wären natürlich sehr, sehr gerne mal gefragt worden, was könnt ihr euch denn in eurem Leben vorstellen, wie das umgesetzt werden kann? Wie kann denn die Schule gestaltet werden? Wie ist denn euer sozialer Lebensbereich noch zu gestalten? Welche Maßnahmen wären denn für euch tragbar? Was könnt ihr euch vorstellen? Und sowas ist einfach nie passiert, sondern es wurde einfach über ihre Köpfe hinweg entschieden. Dieses Gefühl haben Erwachsene natürlich auch, aber die haben zumindest noch Ausdrucksformen, die spätestens an der Wahlurne, aber auch grundsätzlich viel eher einzubringen sind. Und das sozusagen als, glaube ich, an der Stelle wirklich eine große Fehlstelle, die eben so nicht wäre, wenn die Maßnahmen sich gegenüber einem Grundrechtseingriff zu rechtfertigen sind. Also ich weiß noch, wie wir um diese Ausgangsbeschränkungen diskutiert haben, um Schulschließungen, das ging viel leichter. Obwohl das mindestens genauso gravierender Einschnitt ist. Und dann ist, glaube ich, auch noch ein Prozess, der auf jeden Fall noch am Laufen gehalten werden muss, ist sozusagen das Verständnis für die Gesamtheit eines Kinder- und Jugendlebens.
So, weil ganz schnell dann gesagt wird, oh, jetzt muss man aber nachholen, was in der Schule verpasst wurde. Da war dann nur quasi im Kopf, dass wir irgendwie diesen Bildungserfolg, der da abgebrochen ist, bei vielen irgendwie kompensieren müssen. Und ich möchte nicht den ganzen Tag irgendwie nur als Abgeordnete angesprochen sein. Ich bin ja auch noch irgendwie jemand anderes. Und ein Kind und ein Jugendlicher will nicht den ganzen Tag nur als Schülerinnen und Schüler oder als Kindergartenkind angesprochen sein, sondern die haben natürlich auch ein großes Leben drumherum. Und deswegen ist auf der einen Seite sozusagen in diesem Aufholpaket, es klingt schon wieder fürchterlich, aber okay, also es ist ja eine Milliarde für schulische Maßnahmen und 1 Milliarde für sozusagen den ganzen außerschulischen Bereich. Das finde ich schon mal gut, aber es ist natürlich es sind alles kurzfristige Projekte, die jetzt was kompensieren sollen, aber die das Grundproblem natürlich nicht lösen. Und da muss jetzt natürlich alles dafür getan werden. Ich nehme die Diskussion auch so wahr, dass wirklich die Schulen und der Jugend-, Kinder- und Freizeitbereich, der schließt als letztes und macht als erstes wieder auf, wenn es denn sein muss. Aber jeder möchte den Lockdown verhindern. Das liegt aber eben nicht nur in der Hand derjenigen, die Maßnahmen verhängen müssen, sondern kommt eben auch darauf an, wie auch Gesellschaft mitzieht. Und der allergrößte Teil der Gesellschaft hat ja mitgezogen und hat dafür gesorgt, dass diese Pandemie, ja, also dass wir in die absoluten Ausnahmesituation nicht gekommen sind, aber das gilt natürlich auch weiterhin. Ne? Und wer sich jetzt noch ansteckt, das sind eben Kinder und Jugendliche, weil die nicht geimpft werden können. So, von daher müssen auch alle anderen jetzt ihre Verantwortung wahrnehmen, für die Kinder und Jugendlichen ein möglichst unbeschwertes weiteres Leben zu gewährleisten, indem sie als Erwachsene jetzt mal solidarisch mit den Kindern und Jugendlichen sind, die noch nicht geimpft werden können und dann ein sicheres Umfeld für die sind. Ich will Sie jetzt hier nicht allzu kritisch nachfragen, aber ich wollte auch noch mal fragen, ist denn an den strukturellen Problemen, die jetzt auch auf uns zukommen, also wenn wir jetzt gerade von diesen beschriebenen langfristigen Wirkungen oder Traumaerscheinungen vielleicht sogar sprechen, ist da was in der Mache sozusagen oder werden letztendlich die bestehenden Strukturen das auffangen müssen? Naja, es ist insofern ein grundsätzliches Problem, dass sozusagen die ganzen Strukturen um ein Kind herum auch vorher schon arg unter Druck sind. Und wir haben ja ein Konzept der Kindergrundsicherung, das ich auch mit entwickeln durfte, uns vorgenommen, was auf der einen Seite die materielle Frage in den Familien klärt, so auf der anderen Seite aber die Strukturen, die jedem Kind kostenfrei und selbstverständlich zur Verfügung gestellt sein müssen, thematisiert. Und da ist gesundheitliche Versorgung ein großer Punkt, aber eben auch Beteiligungsrechte und Teilhabe, die ja jetzt gerade auf dem Land hier bei uns nutzt mir das beste tolle Sportangebot oder musische oder kulturelle Angebot nicht, wenn ich nicht von A nach B komme. Ja? Also du musst auch Mobilität mitdenken, du musst gesundheitliche und Förderfragen mitdenken, Inklusion mitdenken. Und das ist tatsächlich, und das kostet dann eine ganze, ganze Menge Geld, sozusagen so eine zweiteilige Kindergrundsicherung tatsächlich ins Land zu stellen. Und dazu braucht es natürlich dann auch die Mehrheiten. Und man muss gucken, dass wir jetzt nicht in Sparwahn kommen und irgendwie eher noch Steuersenkungen versprechen, sondern eher gucken, was braucht es denn jetzt an staatlicher Infrastruktur und was kostet, was natürlich immer der Fall ist, muss man eher nochmal auf der Einnahmenseite gucken. So, wer kann sich wie beteiligen, um dann genau diese Strukturen auch um Kinder und Jugendliche herum stabil auszugestalten. Und ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Spielraum nach oben. Herr Dr. Gerbig, vielleicht probieren wir es. Ich weiß nicht, ob nur die Schwierigkeit nur bei mir jetzt war, wenn Sie gesprochen hatten, aber mal ohne Video an. Mich würde es nochmal interessieren, Sie sind ja jetzt nicht mehr direkt in der Monitoringstelle, aber den Blick, sage ich mal, den werden Sie immer noch haben. Wenn Sie mal so diese letzten anderthalb Jahre Revue passieren lassen, ich frage es mal ganz plakativ, sind sozusagen die Maßnahmen, so wie sie umgesetzt wurden in Berührung mit Kindern und Jugendlichen, den Anforderungen der UN-Kinderrechtskonvention gerecht geworden oder würde man das juristisch betrachten? Ja, wenn wir aus einer kinderrechtlichen Perspektive einen Blick auf die Beschränkungen in der Corona-Pandemie werfen, dann ist es, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich erstmal wichtig, zuallererst sehr differenziert vorzugehen und erstmal festzuhalten,
der Gesetzgeber, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, sowohl das Parlament als auch die Regierung, hat natürlich einen gewissen Beurteilungsspielraum. Und zweitens, Andreas Nethe hat schon so ein bisschen skizziert, dass jetzt immer mehr mittelbare Folgewirkungen der Beschränkungen sichtbar werden. Das sind natürlich alles Punkte, die jetzt erst sichtbar werden und die vielfach im Zeitpunkt des Entscheidungszeitraums nicht sichtbar gewesen sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was man dem Gesetzgeber nicht immer vorhalten kann. Was man staatlichen Stellen aber vorhalten kann, und Andreas Nether hat auch darauf schon hingewiesen, ist das Thema fehlende Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Ja, wir müssen festhalten, mittlerweile gibt es gewisse Gesprächsformate von politischen EntscheidungsträgerInnen mit Kindern und Jugendlichen, aber es gibt keinen umfassenden Beteiligungsprozess. Und das gilt sowohl für die Beschränkungen im Kontext der Corona-Pandemie, als auch für die grundsätzliche Situation und alle mittelbaren Folgeauswirkungen und alle politischen Maßnahmen, die in diesem Kontext stattfinden könnten, sollten und müssten, dass es hierfür eben keinen umfassenden Beteiligungsprozess gibt und dass es nicht mal einen Prozess gibt, wo man sagen kann, dass Perspektiven von Kindern und Jugendlichen zumindest annähernd repräsentativ und mit einer gewissen Diversifizierung in die Entscheidungsfindung mit einfließen. Das ist für sich genommen natürlich hochproblematisch, denn, das möchte ich gerne nochmal in Erinnerung rufen, das zentrale Ansinnen der UN-Kinderrechtskonvention liegt ja in diesem Zusammenspiel von Artikel 3 und Artikel 12, also von der vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls im Zusammenspiel mit dem Recht auf Gehör und der Berücksichtigung der Meinung eines Kindes. Und hier können wir natürlich klar sagen, wenn Perspektiven von Kindern und Jugendlichen bei der Verabschiedung von staatlichen Maßnahmen quasi überhaupt nicht irgendwie mit eingebunden werden, dann ist eine relativ hohe Gefahr gegeben, dass entsprechende Maßnahmen nicht umfassend auch die Situation von Kindern und Jugendlichen, vor allem aber auch ihre Rechte und Interessen, in den Blick nehmen. Ich würde es jetzt an der Stelle vielleicht nochmal den Blick in die Zukunft an Frau Rüdrich. Man macht sich ja jetzt so ein bisschen Sorgen, sage ich mal, weil die Pandemie ja auch Steuereinbußen mit sich gebracht hat. Wir hören von Sparmaßnahmen, die, also ich denke 2008 war es dann 2010 zu spüren, nach der großen Finanzkrise, dass es dann so langsam einbrach. Da wäre meine Frage, spüren Sie da schon, sage ich mal, so einen gewissen Wind oder eine Bewegung, dass es in die Richtung gehen könnte? Und müssen wir uns Sorgen machen, dass es auch in dem Bereich letztlich Kinder und Jugendliche treffen könnte? Ja, also ich glaube, das ist eine der wichtigsten politischen Auseinandersetzungsfragen, die jetzt vor uns steht. Ne? Also auf der einen Seite, wir wissen gar nicht, ob wir aus der Krise schon durch sind. Wir haben auch letzten Sommer schon so eine Retrospektiven gehabt, so nach dem Motto, boah krass, wir waren mal Teil einer globalen Pandemie und dachten irgendwie, wir hätten das Schlimmste hinter uns, weit gefehlt. Von daher bin ich jetzt in diesem Sommer sehr, sehr verhalten optimistisch, ob wir tatsächlich schon am Ende sozusagen dieser Krise angekommen sind oder nicht. Man kann sagen, dass jede Woche eines Lockdowns und einer auch einer Einschränkung irrwitzige Milliardenbeträge auch gekostet hat an Unterstützung und an für diese ganzen Rettungspakete. Und da ich freue mich, in einem Land zu sein, in dem das möglich ist. Ja, also das, ich glaube, ich hätte in keinem anderen Land der Welt lieber eine Pandemie hinter mich gebracht als hier. Und trotzdem sind die Auswirkungen verheerend. So, das ist nun mal sozusagen ein Teil der Geschichte. Und jetzt auf der einen Seite zu sagen, dass wir müssen natürlich die Wirtschaftskraft insofern halten, dass überhaupt die Einnahmen da sind, um weiterzukommen, weil daraus resultieren ganz viele Unterstützungen und überhaupt der ganze Sozialstaat und so weiter. Aber sozusagen zu glauben, dass man sich jetzt aus der Krise heraus sparen kann, halte ich für eine absolute Fehlannahme. Und das ist, haben wir, glaube ich, auch tatsächlich gelernt aus den aus der letzten, aus der von dir auch angesprochenen Finanzkrise, da war ich noch Teil des Kinder- und Jugendring Sachsens und wir sind hier in die Ministerien gerannt und haben gesagt, ihr könnt doch jetzt hier nicht die komplette Jugendhilfe rasieren, das bezahlen doch jetzt gerade die Falschen. Und genau so ist es aber gekommen. Ja? Also die Auswirkungen haben wir jetzt noch.
zu spüren. Von daher ist es, fängt es, glaube ich, auf jeder kommunalen Ebene an, Land und Bund, zu gucken, dass wir die Schuldenbremsen jetzt möglichst entweder aussetzen oder Varianten finden, wie das so lange gestreckt werden kann, dass man auch sinnvoll sozusagen aus den Schulden wieder sozusagen abbauen kann und die eben nicht, wie im Land Sachsen beispielsweise, die irrige Annahme ist, man könnte das in 10 Jahren auch wieder zurückbezahlt haben. Also das hieße eine Milliarde weniger pro Jahreshaushalt. Das geht überhaupt nicht einzusparen. Und wenn man schon, und ich glaube, wir werden trotzdem auf Sparhaushalte hinkommen, aber hoffentlich nicht in der Dimension, dann sollte man durchaus an eher erstmal an Sachen denken, die man durchaus auch schieben kann. Also ne, ich denke an andere Investitionen, bei denen es okay ist, dann zu sagen, na gut, dann kommen die halt 2 oder 3 Jahre später. In dem Bereich, von dem wir hier reden, zu sparen, heißt, es gibt es einfach nicht mehr. Das Angebot ist einfach nicht mehr da. So, die ganze Jugendverbandsarbeit, Jugendhilfe und so weiter, da gespart ist einfach, heißt einfach, dass diese Struktur weg ist. Und zwar dann für auch längerfristig weg, weil wenn es einmal weggespart ist, kommt es auch nicht so schnell wieder. Von daher müssen wir alles dafür tun, dass dort nicht diejenigen, die jetzt schon sozial am meisten davon getragen haben, dann am Ende auch noch die sind, die aufgenommenen Schulden wieder zurückbezahlen. Aber wie schwer das sein wird, haben wir jetzt bei den Verhandlungen um den sächsischen Landeshaushalt schon gesehen. Ja, also die Maßgabe war schon, dass in jedem Haus einfach 10% gekürzt werden sollen. Und was das für einen Sozialhaushalt, von dem wir ja hier im Wesentlichen reden, bedeutet hätte, das muss man, glaube ich, niemandem beschreiben. Das haben wir jetzt abgewendet, aber die Haushaltsverhandlungen stehen in 1,5 Jahren schon wieder vor der Tür. Ne? Und dann werden, glaube ich, die finanziellen Folgewirkungen erst so richtig deutlich gewesen sein. Von daher hoffe ich da, dass wir uns alle gut unterhaken und die Stimmen erheben, dass man eben genau dort nicht rangeht, sondern sich möglichst, also auch Schulden, wie gesagt, so lange streckt, dass die Einschnitte nicht so groß sind. Und wenn man schon sparen muss, dann nicht an den Menschen, weil das nur die Folgewirkung noch massiver macht, als sie eh schon sind. Ja, das finde ich einen wunderbaren Schlussgedanken fast schon an der Stelle, dass wir auch nochmal sagen, tatsächlich, ne, also wir haben auf allen Ebenen irgendwo die Aufgabe, hier auch Anwalt für Kinder und Jugendliche zu sein und dafür zu sorgen, dass deren Belange berücksichtigt werden, angemessen, vorrangig berücksichtigt werden. Und ich denke, das haben wir heute auch gelernt und festhalten können. Wir haben mit der UN-Kinderrechtskonvention zumindest ein sehr scharfes Schwert in der Hand. Und wenn ich für mich nochmal so rekapituliere, muss ich auch sagen, also wir leben ja letztendlich in einem Rechtsstaat. Ne? Und wenn wir feststellen, dass das ein großer Teil der Maßnahmen, die staatlich so gehandhabt werden, unterm Strich eigentlich gar nicht rechtmäßig sind, solange sie Kinder treffen und die UN-Kinderrechtskonvention da nicht angemessen mit berücksichtigt wird, das kann ja kein Zustand sein. Von daher hoffe ich, dass diese Gesprächsrunde hier vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, zumindest hier auf lokaler Ebene werden wir gucken, dass wir das weiter streuen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, Frau Rüdrich, bei Ihnen, Herr Dr. Gerbig und bei Herrn Netter. Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut ins Wochenende und ich denke, wir werden weiter an der Thematik dranbleiben. Alles Gute.